Philipp, jetzt hör doch mal auf. Wenn wir Zeit haben, dann gehen wir in den Zoo. Und nicht vergessen zu rauchen, der schuldet mir noch 200 Mark. Ach, Jenny, ich's vergesse. Geld? Ich wollte es nicht so direkt sagen. Wie viel? Warte mal, du müsstest noch die 500 für den Kindergarten kriegen, 200 von Rochus. 800 müssen doch reichen, oder? Allemal. Wir schlafen ja bei meiner Tante. Guck mal, das Geld ist in meiner Tasche. Felix ist in der Kirche. Sieht ganz so aus, als sollte das Haus verkauft werden. Nee, nee, das kann nicht sein. Frau Gottberg hat es der Kirche vermacht. Eben. Wo hat Felix seine Schlüssel hingelegt? Du willst doch da jetzt nicht reingehen. Und wie sollen Philipp und ich nach Berlin kommen? Aber ich bin mit Papa. Du bleibst hier, auf dem Küchentisch. Und wie Sie in meinem Exposé schon erfahren haben, ist das Haus 1894 gebaut worden, hat wunderschöne alte Stuckelemente und ist für einen Liebhaber dieser alten Häuser bestimmt begehrenswert. Auf der anderen Seite wird die Verkehrsanbindung perfekt sein. Es wird eine neue Zufahrtsstraße gebaut nach Bremen und der Verkehrsanbindung wird sehr stark. Sie kommen von Sie sind auf dem Tisch. Der Fußboden müsste natürlich erneuert werden, sofern Sie das Haus nicht sowieso abreißen wollen. Ich interessiere mich nicht für das Haus. Dann sollten Sie sich den Raumordnungsplan ansehen. Für einen Investor ergeben sich da lukrative Perspektiven. Vielen Dank. Entschuldigung. Also ich finde das nicht in Ordnung, wie dieses Haus hier verschachert wird. Das ist nicht im Sinne der Erblasserin. Frau Gottberg hat ihren Frieden und die Gemeinde braucht Geld. Zum Beispiel für die Orgel. Muss ich mehr dazu sagen? Den Autoschlüssel habe ich nicht gefunden, aber die Villa wird tatsächlich verkauft. Aber ich möchte nicht versprochen. Versprochen ist versprochen. Christus spricht, fürchtet euch nicht. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und gewinnt die Menschen aller Völker für meine Sache. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht so laut, Philipp. Was sagst du? Helft ihnen, so zu leben, wie ich es euch gezeigt habe. Und denkt daran, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Was Christus uns aufgetragen hat, das wollen wir nun tun. William? Was macht denn Felix da? Im Namen des Vaters? Eine Taufe. Die Leute da vorne lassen sich taufen. Und des Heiligen Geistes. Warum hat Felix dann so ein komisches Kleid an? Gott segne dich. Das nennt man Talar. Hör auf, Thomas, wie soll er denn diesen ganzen Quatsch begreifen? Wieso? Jing? Bist du nicht getauft? Ich denke schon. Aber meinst du, mich hätte jemand gefragt? Mich hat auch keiner gefragt. Und ich bin nicht getauft. Das hätte ja auch wenig Sinn gemacht. Des Heiligen Geistes. Du kommst sowieso in die Hölle. Kommt man dann nur in den Himmel, wenn man getauft ist? Nein, mein Schatz, man kommt unter die Erde, wenn man stirbt. Das will ich aber nicht. Nein, wir kommen alle in den Himmel, mein Schatz, so spreche ich dir. Und des Heiligen Geistes.
zu Herrn Blessing. Ich bin angemeldet, Schäfer. Ah, Herr Blessing erwartet Sie bereits. Gehen Sie bitte da lang. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Herr Schäfer. Na, schöne Reise gehabt? Herr Blessing. Womit kann ich Ihnen dienen? Kaffee, Cognac, Zigarette? Ich hatte da eher an Geld gedacht. Kaffee gibt's umsonst. Geld kann unter Umständen was kosten. Aber wie ich Ihren aktuellen Kontoauszügen entnehme, Herr Schäfer, stehen wir ja gar nicht schlecht da. 150.000. Herr Blessing, ich muss mich leider für eine Weile aus dem Anlagegeschäft zurückziehen. Mein Studium geht jetzt vor. Wenn Sie ein Ausbildungsdarlehen brauchen, dann würde ich vorschlagen... Nein, wir möchten lieber in Immobilien anlegen. Nicht bar, natürlich mit entsprechenden Krediten. Das ist mittelfristig überschaubar. In welcher Größenordnung? Naja, so 500.000. Kein Problem, Herr Schäfer. Sie bringen uns das Objekt, wir finanzieren. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern. Pass mal auf. Und sprach, du gehst jetzt da vorne hin, stellst dich daneben und wenn Felix zu dir kommt, dann sagst du ihm, dass gerade die Villa verkauft wird. Okay? S-O-S. Okay, also. Warte mal, aber nicht stören, ja? Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Hi. Hi. Christi Leib für dich gegeben. Peinlich. Du kannst ja gehen. Ich meine für deinen Bruder. Was ist los? Mami sagt, der Villa ist verkauft. Aber Buffy braucht einen Autoschlüssel. SOS. Der liegt in der Villa auf dem Küchentisch. Die Villa ist doch aber verkauft. Heilige Familie. Kann ich gerade in den Himmel? Ja, und jetzt hau ab. Bin ich jetzt getauft? Nein, das holen wir später nach. Versprochen? Versprochen. Sag mal, du stehst hier und liest Zeitung und wir warten auf dich. Ich komm nach Eigentumswohnung. Händchen halten am Sterbebett ist nicht so meine Sache. Wie geht's dir? Meiner Mutter geht es viel besser. Sie spricht wieder. Der Arzt sagt, es geht bergauf. Hey, die Besuchung ist zu Ende. Was ist mit deiner Erbschaft? Wird ja gar nichts aus dem ganzen Geld. Ich mache mit der Bank die Finanzierung klar, damit dein Erbe so angelegt wird, wie deine Mutter es wollte. Und jetzt ist doch wieder alles anders. Benita, wir brauchen mein Geld, um flüssig zu bleiben. Kann man nur so grausam sein? Benita, das war doch nicht so gemeint. Ich rede doch nur vom Geld. Dass es deiner Mutter wieder besser geht, finde ich wirklich ganz toll. Ich komme mit nächstes Mal. Versprochen. Das war doch nicht so gemeint. Amen. Na endlich. Der Schlüssel liegt wie verabredet auf dem Küchentisch. Da liegt er nicht mehr. Dafür liegt jetzt das da. Ein Makler führt die Leute durchs Haus. Ein Pastor ist auch dabei. Diese Schweine. Deshalb durfte ich heute meine erste Taufe machen, damit die in aller Ruhe die Villa verhökern. Wir wollen uns noch einmal bedanken bei Ihnen, Herr Pastor. Ja, ja. Da nicht für. Das ist ja nicht für unsere Hochzeit, steht doch so, oder? Warum nicht? Ich spreche nochmal mit Pastor Mann. Du musst Philipp und Thomas mitnehmen. Genau. Kommst du mit? Ja, mein Schatz, zum nächsten Mal. Vorhin war hier noch alles voll mit Auto. Mama, wenn du zu Hause bist, möchte ich aber getauft werden. Ja. Ja, Philipp, du redest noch mal mit deinem Papa und ich rede noch mal mit deiner Mutter. So, Thomas, du nimmst diesen Schlüssel, den anderen finde ich schon.
Danke. Gute Reise. Danke. Das Haus ist ein bisschen dreckig geworden, Herr Schäfer. Aber das macht nichts. Ich wollte Sie sowieso bitten, in ein paar Tagen hier auszuziehen. Hm? Sie wollen das Haus verkaufen. Einfach so. Ja, die Kosten wachsen uns über den Kopf. Aber vielleicht findet sich ein Investor, der es renoviert. Dann können Sie es ja mieten. Da wird nichts draus, Herr Schäfer. Der will viel zu viel Geld. Am Geld wird's nicht liegen, Herr Martin. Dafür werde ich schon sorgen. Danke. Wofür? Wenn du die Tür aufgehalten hast. Gott, entschuldige, das war nicht so gemeint. So eine Entscheidung trifft man nicht alle Tage. Das macht man nicht. Das überlegt man sich gut vorher. Du hast es dir ja nun gut überlegt vorher, sonst hätten wir uns ja nicht so schnell einigen können. Ja, du gleich mit allem einverstanden bist. Ja, bin ich. Was soll die Rumschacherei? Ist doch unwürdig. Heißt das, du hast zu der Scheidung nur Ja gesagt, weil sonst für dich unwürdig gewesen wäre? Für uns beide gute Miene. In ein paar Wochen ist der Termin, so lange müssen wir uns nicht mehr streiten. Und dann haben wir es hinter uns. Du willst dich nicht mehr streiten. Was willst du denn dann machen? Jedenfalls nicht mit dir. Mit Felix, Jenny, Alex und Moritz gibt's genug Probleme. Mir wird schon nicht langweilig, keine Sorge. Hm. 25 Jahre haben wir uns gestritten. Jetzt plötzlich nicht mehr. Jahre und 352 Tage. Das hast du nicht vergessen. Wie sollte ich? Lass uns mal nichts machen. Auch den Kindern nichts sagen. Ist besser so. Ja, stimmt. Ist besser so. Vorsicht, Wimperntusche. Ach, da ist Jenny. Du hast doch wohl meinen Wagen nicht in Dutt gefahren, was? Kann sich ja wieder richtig schön aufregen. Keine Schachtel, Sibylle. Das Auto ist mein Lieblingsspielzeug. Ah, Mama. Sehen wir uns wieder? Ja. Zum Scheidungstermin. Ja, genau. Das hatte ich fast vergessen. Dein Vater ist Kavalier und streitet sich nicht um so profane Dinge wie Besitz oder... Wer mit wem schläft oder bei wem und was euren Kindern gut tut. Du hast einen falschen Beruf. Du solltest in die Familienberatung gehen. Die Leute haben übrigens die höchsten Scheidungsquoten. Ja, gleich nach Offizieren bei der Bundeswehr. Das ist übrigens amtlich. Ich bin seit 25 Jahren verheiratet. Das soll mir erst mal danach machen. Wollt ihr eigentlich feiern? Was feiern? Eure Silberhochzeit. Oh, mein Jennylein. Deine Mutter und ich haben gerade unsere Scheidung besprochen. Wir haben eine kleine Silberhochzeit. Wir reden kaum noch miteinander. Jeder geht seiner Wege. Immer reinspaziert. Das Haus gehört euch. Trotzdem nichts kaputt machen. Wohnst du jetzt fest hier? Das ganze Haus für dich allein? Jenny hat schon ihr Zimmer. Aber nicht mehr lange. Wir müssen nächste Woche raus. Die Kirche verkauft das Haus. Aber ich habe schon einen Termin beim Denkmalschützer. Diesem Habeler. Dem mache ich einen Strich durch die Rechnung. 2,2 wollen sie. Ja, jetzt 1,5 kriegen sie was. Das Haus wird unter Denkmalschutz gestellt und dann kriegen sie gar nichts. Hingegen Abend zurück. Tschüss. Es tut mir leid, Herr Schäfer. Ich weiß, wir hatten den Termin, aber Professor Engel hat alle Hände voll zu tun. Ja, ja, verstehe. Die schönen Werftanlagen, die dürfen doch nicht in den Hochofen wandern. Unsere Arbeiter in Bremen sollen ihren Kindern noch mal zeigen können, wo früher die Ozeanriesen gebaut wurden. Viele Interessenten, aber nur, wenn wir abreißen, Herr Professor. Für unsere Gemeinde wäre das ein Gottesgeschenk. Ich denke, wir finden Kompensationsmöglichkeiten. Aber das ist Pastor Schäfer, Herr Professor. Er wartet schon. Nicht Pastor, Vikar.
Vikar Schäfer. Grüße Sie. Sie wollen doch nicht etwa zu mir. Kann ja nicht sein. Ich hatte um einen Termin bei Professor Engel gebeten. Wegen der Gottbergwähler. Das ist inzwischen geklärt. Wiedersehen. Den Eindruck habe ich auch. Ich bin fürchterlich unter Druck. Lassen Sie uns ein andermal darüber reden, Herr Schäfer. Am besten, Sie lassen sich gleich einen Termin geben. Also, das verstehe ich nicht. Ich nun überhaupt nicht. Ich habe Philipp nur was versprochen, siehst du? Willst du nicht doch noch auf den Schluck mit reinkommen? Nee, lass mal. Die Probleme müsst ihr unter euch ausmachen, da ich mich nicht mit rein. Ach, das ist ja mal wieder typisch, Papi. Sobald es um Entscheidungen geht, hält er sich raus. Aber hier geht es immerhin um deinen Enkel. Wenn es darum geht, dass Frauen beim Militär nichts zu suchen haben, habe ich mich nie rausgehalten, Henrietta. Bin ich so ein Hausschlüssel, ich muss mal pinkeln. Oh, gut, das kannst du eigentlich auch hier draußen machen, oder? Du vielleicht, ich nicht. Glaubst du, dass Papa sich gegen Philipp entscheidet, wenn Philipp die Taufe will? Felix, Philipp will Schokolade essen, aber nicht die Zähne putzen. Er will Fernsehen und nicht ins Bett gehen. Willst du wirklich Leute, die noch gar nicht wissen, was sie wollen? Die Leute kommen zur Kirche, wenn sich Fragen nach dem Sinn ihres Lebens stellen. Und meine Aufgabe ist es, mit ihnen zusammen nach Antworten zu suchen. Aber doch nicht mit Philipp. Der ist gerade mal 5 Jahre alt. Frag ihn doch noch mal, wenn er 15 ist, seinen ersten Liebeskummer hat und sich umbringen will, hm? Jenny, wir sind doch nicht die Bahnhofsmission. Er würde nie auf die Idee kommen, sich das Leben zu nehmen, wenn er weiß, dass nicht nur die eine Frau oder der eine Mann ihn glücklich macht, sondern wir alle zusammen. Dafür ist die Kirche da, uns Menschen immer wieder zusammenzubringen. Und dafür muss man getauft sein? Muss nicht. Kann man. Kann ein gutes Gefühl sein. Dann schlage ich vor, dass wir gemeinsam was essen gehen. Vielleicht kommen Jenny und Felix ja auch mit. Hallo. Ich weiß gar nicht, was du willst, Thomas. Sind doch alle da. Genau das hatte ich befürchtet. Also von außen ist alles in Ordnung, Felix. Also bis Achim sind wir gekommen. Der wollte es auf einmal nicht mehr. Aber zum Glück haben wir ja die Pille erreicht. Ja, das tut man nicht alles, ne? Moritz und Benita. Mach keinen Ärger, Schlüpfschwanger. Der ist immer noch gefahren. Ja, bis zur Kirche wieder zurück. Mehr sollte er auch gar nicht. Das Mutter besuchen. Und du, Mutter? Besser. Oh, das ist ja schön. Wollt ihr mit nach Berlin? Ja, Thomas hatte mich gefragt, ob ich auf Philipp aufpassen kann, wenn er bei seiner Bekannten ist. Nicht? Ja, Oma, wir wollen aber noch in den Zoo gehen. Ja, das tun wir auch. Ist das gemeint? Eine Studienkollegin. Mhm, ich verstehe. Und, ist schlimm? Ist kein Problem, Felix. Ich bin auch jetzt in der Werkstatt. Da kann ich das reparieren. Ja, aber nicht auf meine Kosten. Aber auf meine auch nicht. Seid mal nicht so geizig. Euer Bruder hat endlich eine Lehrstelle gekriegt. Kraftfahrzeugmechaniker? Ja. Wird uns schon zeigen, dass er das kann, was, Alex? Alex! Hey, Alex, warum hast du nichts gesagt, Junge? Was? Aber bevor wir anfrieren, lass uns reingehen und die Diskussion drin weiterführen. Na, du kommst schon. Oma, das ist Maisuch, darf nicht zu Bruch gehen. Ja, wieso? Das sind doch schöne Tassen, oder? Du gehst gleich mit ihm Zähne putzen, Papi. Und du bleibst die ganze Zeit bei ihm, mindestens 3 Minuten. Aber klar doch, 5 Minuten. Das Haus ist groß genug. 10 Minuten. Und Felix, komm mit und tauf mich. Ich kann nicht untertauchen, wenn du in der Wanne bist. Aber getauft wird in der Kirche. Richtig. Philipp ist ja noch gar nicht getauft worden. Ach, Mutter, das hat ja doch wirklich noch Zeit. Ja, wieso? Ihr habt eure Kinder auch getauft, als sie klein waren. Mich nicht. Bei mir hat sich das wohl nicht mehr gelohnt. Froh, Alex. Da sparst du die Kirchensteuer. Wir treten jetzt nämlich aus. Aber Moritz. Und wie soll Felix sein Geld verdienen? Hey, was wollt ihr mit dem Sofa hier? Lieber schmeiß ich Felix was in den Klingelbeutel. Natürlich nur gegen Spendenbescheinigung. Moritz, das Sofa ist dein Vermögen wert, also trag es wieder raus. Ein Vermögen wert? Und du machst dir Sorgen um Felix' Zukunft. Hast du mal einen Lappen, Thomas? Ja, der Kirchenvorstand kastriert mich. Was ist denn hier los? Felix hat aber auch recht. Seid mal ein bisschen vorsichtig. Sind doch alles Antiquitäten. Pass doch mal auf, Mami. Das
Das macht doch nichts, Mami. Das Haus wird doch sowieso bald platt gemacht. Ja, stellt euch mal vor, dieses schöne Haus. Dann sollte man die schönen Sachen aber vorher sicherstellen, finde ich. Oh, das ist aber toll. Das ist noch lange nicht raus, Oma. Thomas, leg sofort mir den Löffel auf den Tisch, sonst kommst du in die Hölle. War doch nur ein Scherz. Ja. Papa kommt doch gleich in die Hölle, weil er nicht getauft ist. Man kommt nur in die Hölle, wenn man Sachen klaut, sonst nicht. Ich will aber in den Himmel und Papa soll auch in den Himmel. Papa hat gesagt, wenn man tot ist, dann kommt man in den Himmel. Und dann wird man ein Stand der Leuchte. Und dann jeder kann einen sehen, wo man gar nicht mehr da ist. Und dann ist man ein Stern im Himmel und man leuchtet. Ja, ein wirklich interessantes Objekt, Herr Schäfer. Das aber, wie ich sehe, nicht für 500.000 Mark zu haben ist. Grund und Boden haben einen Marktwert von über 2 Millionen. Das Haus, das heißt der Abriss, mindern den Kaufpreis um wenigstens 500.000. Ja, kriegt denn die Kirche die Abrissgenehmigung? Der Denkmalschützer ist zu überzeugen. Mit Geld, wenn Sie verstehen. Kompensationsgeschäft. Ja, auf dem Grundstück ließen sich gut und gern 20 Reihenhäuser bauen. Und der Autobahnzubringer wird gebaut. Also wenn die Bank damit einsteigt, Herr Blessing, habe ich mit Sicherheit Investoren an der Hand. Ja, sehr interessant. Also, wenn Sie mir den Kontakt machen würden, Herr Schäfer. Kein Problem, wenn Ihre Bank mit einsteigt. Selbstverständlich. Moin. Moin. Hallo, ich. Was machen Sie denn hier? Vorsorgeuntersuchung, Herr Admiral. Sie waren doch vorgestern schon hier. Das war Nachsorgeuntersuchung. Ach so, und wo drückt der Schuh heute? Der Zahn. Hier, ja. Weisheitszahn. Hervorragende Zähne, Mann. Mit sowas begibt man sich doch nicht freiwillig in die Klauen von diesen Quacksalbern. So, Herr Admiral. Hier geht's lang. Ja. Der Nächste, bitte. Oh, mein Tentlein. Willst du zu mir? Gott bewahre, nein. Zu eurer Erstligistin Nachsorgeuntersuchung. Und? Zähne geputzt? Wo steckst du denn? Ist in Ordnung. Also bitte, Herr Admiral, die anderen wollen auch noch dran. Ich bitte um Vergebung, Frau Flottillenarzt. Frau Stabsärztin mussten noch Knoblauchatmen prüfen. So, bitte sehr. Ja. Gefreiter Hölderlich zur Vorsorgeuntersuchung. Kommen Sie bitte rein. Hey, immer der Reihe nach. Da ist schon einer drin. Es handelt sich um eine Privatangelegenheit. Ja, klar. Mir auch. Herein. Thomas! Hallo, mein Schatz. Wenn wir stören, dann gehen wir gleich wieder. Nee, hey, das ist eine Überraschung, hm? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Willst du der Mami mal bei der Arbeit zuschauen? Ja. Ich habe den Eindruck, dass er diese Art Arbeit schwer versteht. Er wird erst 6. Nehmen Sie Platz, Gefreiter. Mir kommt wirklich etwas unangenehm, ja. Thomas. Wir sind auch gleich wieder weg. Felix schickt mich. Du möchtest das hier unterschreiben. Ach, für die Taufe? Mhm. Und diesen Passierschein gleich mit. Sonst kommt man nämlich hier gar nicht mehr raus. Mama, ich sag, dass wir auch richtig feiern. Wirklich? Felix schlägt Samstag vor. Wegen deiner Eltern. Warte mal. Sag Felix, Samstag ist okay. Sag mal, was soll das mit ausgerechnet Samstag? Samstag was? Na, Philipps Taufe. Na klar, dass wir alle kommen wollen. Aber wenn es ausgerechnet Samstag ist, weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich dabei bin. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, ich wollte dich gerade dazu einladen. Warum nicht? Du weißt ganz genau, dass deine Mutter und ich am Samstag Silberhochzeit hätten, wenn wir nicht schon so gut wie geschieden wären. So taktlos sein, und die
die Taufe meines Enkels auf genau diesen Termin legen. Leg Philipps Taufe auf Mittwoch oder Donnerstag oder sonst wohin, wenn du willst, dass Sibylle und ich dabei sind. Du hast an der Tür gelauscht, als du bei der Stappen weg warst. Sie hat gelauscht, sie hat mich doch erst drauf gebracht. Denk bloß nicht, dass auf diesem Stützpunkt auch nur eine deiner Bewegungen unbeobachtet bleibt. Falls du es immer noch nicht kapiert hast, wir leben hier im Hochsicherheitstrakt. Hier geht nichts an niemandem vorbei. Da wäre jetzt der Herr von der Hansebank. Der Herr von der Hansebank ist da. Ah ja. Guten Tag. Guten Tag. Machen Sie uns doch bitte einen Kaffee, Frau Wittstamm. Ich bin hier der Kirchenvorstand Habeler. Nehmen Sie doch Platz, Herr... Moritz. Moritz. Ich vertrete eine auswärtige Investorengruppe, Herr Habeler. Die Hansebank wird voraussichtlich unsere Bremer Geschäftsbank sein, mit der Sie dann verhandeln und den Vertrag auch schließen, wenn wir uns einig werden. Das heißt also, Sie sind interessiert an der Villa? Am Grundstück. So, doch vielleicht lieber ein Espresso. Oh ja, viel lieber, bitte. Sie kennen unsere Kaufpreisforderung. Ja, Sie wollen 2,2. Wir bieten 2,3. Wenn Sie den Abriss machen. Sie wissen schon, Naturschutz, Denkmalschutz und so weiter. Wir wollen da kein Risiko eingehen. Ja, aber das ist ja alles schon vorbesprochen, Herr Moritz. Deswegen legen wir auch noch 100.000 drauf, damit die Behörde in Ihrem und in unserem Sinn entscheidet, wenn Sie verstehen. Den Espresso mit Sahne? Nein, danke, doch lieber mit Milch. Das hätte ich gerne. Sie meinen, ob es dieses Modell hier auch im Partnerlook gibt? Ja, das eine Hemdhose, das andere Hemd. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber die Größen, die Damengrößen sind kleiner als die Herrengrößen. Er trägt beruflich nur Kleider. Kein Problem. Aha. Na, dann will ich mal schauen. Das ist schön. Ja. Felix! Oh, Mama! Na, das ist ja ein Zufall. Ja. Mein Sohn. Das ist Xenia, das ist meine Mutter Sibylle. Wir schauen Hallo? Uns ein bisschen um. Hallo. Lass mal gucken. Fühlt sich ja gut an. Und sowas könnt ihr euch leisten? Oh, fürs Wohlbefinden ist einem nichts zu schade. Stimmt's, Xenia? Christus spricht, fürchtet euch nicht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Erst hat Alex einen Hersteller und dann hat er wieder keine. Und gewinnt Ach, Wolfgang, Menschen aller Völker. Er wollte Autos reparieren, stattdessen musste die Halle fegen. Sie im Namen des Vaters. Sag bloß, er hat gekündigt. Und des Heiligen Geistes. Ruhe, Mensch. So recht, mein Sohn. Recht so. Und denkt daran, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wer ist sie denn? Muss ich die kennen? Ich frage ja nur. Was Christus uns aufgetragen hat. Felix. Das wollen Nein, wir. Nein, er ist mit der anderen zusammen. Philipp, ich taufe dich auf den Namen des Vaters. Die mit der Brille. Die habe ich vorhin mit Brenner gesehen. Die haben sich geküsst. Tja, ein blindes Huhn findet eben auch mal einen Korn. Ich habe doch nicht Brenner. Ich meine doch die Henne. Gott segne dich und du sollst dein Segen sein. Was soll das denn? Mark Bock, ein Sieger von Meißner, Admiral. Ist das dienstlich? Ist doch Samstag, Herr Admiral. Hauptbootsmann Wutzki, was hat die Marine hier zu suchen? Papi, ich habe bei der Truppenverwaltung einen Zuschuss auf dienstbezogene Umzugskosten beantragt. Naja, und der ist genehmigt worden, und zwar in der Form, dass keine Kosten entstehen. Jawohl, Herr Admiral, die Leute haben sich freiwillig da gemeldet. Ist das nicht reizend von Herrn Wutzki? Er hat uns auch wieder das Buffet gebracht und die Getränke. Ja, und bei der Gelegenheit lagern Sie die Wertsachen von Frau Gottberg aus, damit die Kirche Sie nicht verramschen kann. Hm? Ja, aber nicht in meine Garage. Da wäre sowieso kein Platz, Frau. Um Stützpunkt, was? Ja, Papi, Hochsicherheitstrakt. Da kann wenigstens nichts wegkommen. Naja, und der Kühlschrank hier, den kriegt Felix, der alte war ja kaputt. Jetzt? Wo wir bald raus müssen? Ach, das ist ja ein Klassiker. So einen schönen neuen Kühlschrank könnte ich wohl auch gebrauchen. Ja, warum zieht er denn eigentlich nicht zu mir? Ich meine, wenn ihr aus dem Haus sowieso raus müsst? Mama, wo
Herr Wolfgang, und es gibt Kaffee und Kuchen. Es ist alles angerichtet, Herr Admiral. Das ist Elvira aus Berlin. Ich passe die Woche über auf Philipp auf. Damit ich mich um den Job kümmern kann. Der Kleine ist so süß, so richtig zum Knuddeln. Das hat er von seinem Vater. An dem sind schon viele kleben geblieben. Seine Mutter war nie besonders charmant, dafür aber immer ehrlich. Danke, Thomas. An deiner Stelle würde ich den Mund halten, Thomas, und mich lieber über die nächste Rate freuen. Hm? Brauchst du Geld? Darum kümmere ich mich schon selber. Thomas ist ja sehr mutig, hier seine Tussi mitzubringen. Ne? Wusstest du das? Was? Na, mit dieser Frau. Das ist mir egal. Sei doch nicht so hektisch. Läuft doch alles wie geschmiert. Ich erwarte noch jemanden. Er wollte eigentlich zur Kirche kommen. Er? Ja. Hast du dich wieder verknallt? Hör auf, du läufst doch jeden Tag mit den anderen rum. Och, das stimmt nicht. Gestern waren wir auch zusammen, ha? Huh? Ich glaube, der Kelch ist an uns vorübergegangen. Warum bin ich mir so sicher? Jenny hat sich erinnert. Bis jetzt hat sie nicht gehalten, bin ich hochanständig. Weißt du, wenn ich gleich gehe? Ist das wirklich? Ich meine, das ist immerhin Philipps Taufe. Ich dachte, wir können uns zu meiner Weinstube treffen. Das kann uns beide noch nicht unbedingt schaden, oder? Ja, du meinst. Aber wir dürfen nicht rückfällig werden. Ich bestimmt nicht. Weißt, ich muss vorher aber nochmal mit Thomas sprechen. Ich finde das unmöglich, diese Frau mit herzubringen. Hast du Jenny beobachtet? Ja, sie ist ziemlich verwirrt. Das geht wirklich nicht von meiner. Rede mit ihm. Nein, das mache ich schon. Nein. Sie will das Männersache. Ich habe gesagt, dass ich das Sie will das Männersache. Ich habe gesagt, ich Sie will das Liebe von Mann zu Mann. Lieber Philipp, liebe Gäste. Womit ich uns alle meine, denn wir sind nun mal nur Gäste in diesem Haus, das uns erlaubt, für wenigstens einen Abend und, wie ich meine, einen sehr schönen Abend bisher, hier zusammenzusitzen und zu feiern. Nämlich deine Taufe, mein lieber Neffe, die ich dein Onkel machen durfte. Aber es gibt noch ein anderes Ereignis zu feiern an diesem Tage. Die beiden haben es sicher vergessen. Wenn man 25 Jahre verheiratet ist, ist so ein Hochzeitstag längst zur Routine geworden. Ein Datum auf dem Kalender. Ja, und was ich eigentlich sagen will, ist, unsere Eltern feiern heute ihre Silberhochzeit. Ach, dass ich daran nicht gedacht habe, wo ich mir doch sonst immer alles aufschreibe. Ja. Mami? Mein Sohn? Papi? Dass er mir nicht wieder inkonsequent wird. Nein, Schäfer, dass wir noch die goldene feiern müssen. Oh, das wäre ja peinlich, was? Danke. Meine Bewunderung, Sibylle. Wolfgang, vielen Dank. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Lass uns mal in die Küche gehen. Nein, das mache ich nicht. Ich habe gerade gesagt, dass ich das mache. Nein. Komm, jetzt gehen wir. Worum geht es? Du wirst es gleich erfahren. Das ist unmöglich. Falls ihr jemals noch in die Verlegenheit kommt, wisst ihr, dass ihr zusammen wird. Hat Xenia für euch ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Nein, jetzt weiß ich's. Was ist denn drin? Partner noch. Pass bloß zu. Mach bloß nicht auf. Was ist das denn jetzt noch um diese Zeit? Wahrscheinlich die Nachbarn. Schlafanzüge. Die haben mir wieder am Wochenende aufgebrummt. Ja, das habe ich bemerkt. Philipp hat schon nach dir gefragt. Und das ist ein Wurf. Na, Thomas! Ah, stark erwarten, gratuliere. Ich habe dir was mitgebracht. Oh ja, was? Aha. Das hier ist der Schlüssel zum Himmel. Echt? Aha. Ein Tag du, ein Tag ich. Immer abwechselnd, okay? Und wenn wir zusammen sind, hab ich... Das darf doch nicht wahr sein. Als hätte ich sowas geahnt. Das ist wohl Jennys neuer Freund, oder? Ein Wehrpflichtiger. Im Aga. Das kannst du mir doch nicht antun. Ja, also wenn Thomas seine Geliebte mitbringt, dann darf Jenny das wohl auch. Also das ist Renatus. Und das ist... Ach, das ist alles meine Familie. Wir feiern nämlich heute nicht nur die Taufe von Philipp, sondern auch die Silberhochzeit meiner Eltern. Mein Vater kennt's ja bereits und das ist meine Mutter. Ja,
Da gratuliere ich doch recht herzlich. Jenny hat mir noch gar nichts von Ihnen erzählt. Wahrscheinlich gibt es nicht viel zu erzählen. Und ich bin Jennys Großmutter. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, junger Mann. Wir haben uns ja alle Gedanken gemacht, warum unsere Tochter ausgerechnet zum Militär gegangen ist. Und obwohl es da so viele Männer gibt, ist es ja noch lange nicht klar, dass... Das geht gar nicht, Opa. So bleiben Sie doch bitte, Herr Schäfer. Meine Tochter will mich lächerlich machen. Jenny hat gesagt, dass sie ihn nur gerne mag. Sie sind doch heute nicht im Dienst. Nee. Aber ich werde dafür sorgen, dass Jenny keinen Tag länger auf meinem Stützpunkt bleibt. Wollten wir nicht zusammengehen? Du wolltest doch noch mit Thomas reden, oder? Das hat sich ja wohl erübrigt. Eben. Ja. Warum ist es denn so schlimm, dass Jenny einen neuen Freund hat? Ihm missfällt doch jeder Mann, der sich den Frauen in unserer Familie auch nur nähert. Welcher Hornochse fragt denn hier verdammt nochmal die Einfahrt zu? Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Süßer. Schlaf gut. Gute Nacht, mein Sohn. Ich muss aber noch ein Gesicht da. Da musst du jetzt mal selber eine ausdenken. Wir haben doch keine Bücher dabei. Renato soll mein Gesicht dazu. Das ist aber eine grausame Geschichte. Oh ja, bitte. Die fängt mit einer Hexe an. Vor gar nicht so langer Zeit und gar nicht mal so weit weg. Da muss doch verdammt noch mal einer rangehen, wenn die schreiben Tag und Nacht. Ich rufe jetzt die Polizei. Keine Polizei, Papa. So. Die Kirche muss doch nicht gleich mitkriegen, dass wir hier Familienfeiern veranstalten. Ich kann den ADAC nicht finden. Guck mal unter Allgemeiner nach. Draußen steht ein grauer Manta in der Einfahrt. Weißt du, wem der gehört? So, jetzt hab ich's. Wem soll der? Keine Ahnung. Hier, 4-9. Verstehe. 9-4. Muss man früh machen, am Schnittpunkt sein. Ich kann ausschlafen. In Bayern läuft ein. Ja, hier Schäfer. Im Moment Kirchweg 14, wir brauchen einen Abschleppwagen. Welcher Kirchweg? Wieso welcher Kirchweg? Nummer 14. Ja, in Bremen natürlich. Ich bin mit München verbunden. Ja, das verstehe ich. Und Sonnabendstag hat unser Nachbar immer seinen Stall ausgemistet. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ja, nein. Also, der hatte Schweine und Hühner und Gänse. Und Wolfgang war immer dazwischen. Der sah aus, wenn er nach Hause kam. Kannst du das erinnern, Wolfgang? Nein, Mutter, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein, du warst ja auch erst 5 Jahre. Er war ja erst 5 Jahre alt, so wie Philipp jetzt. Ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ganz wurscht, wo ich schlafe, wird ja irgendwo in diesem Haus noch ein Zimmer frei sein, oder? Zimmer haben wir genug, ausnahmsweise. Na schön. Aber keine Betten, bitte. Das brauche ich auch nicht, ich brauche nur eine Decke. Oder ist dieser Falschparker jetzt endlich weg? Nein. So, ich gehe jetzt auch schlafen. Oh, wir auch, Moritz, hm? Mhm. Das zweite Zimmer nicht. Ja, und ich? Wie komme ich jetzt nach Hause? Ach, Oma, für dich habe ich ein ganz besonders schönes Zimmer. Ehrlich? Ja, noch einen kleinen Absacker, Lisbeth? Wenn du einen mittrinkst, Thomas. Natürlich. Also, diese jungen Leute, wir haben früher bis in die Puppen gefeiert. Keine Kondition mehr. Nein, da sind schon Moritz und Benita drin. Und da? Da schläft Mama. Ich meine, das wäre doch kein Problem, oder? Ach Quatsch, aber bei so vielen Räumen darf doch noch einer frei sein. Wo schläfst du denn? Unten neben der Küche, in der Besenkammer. Unten ist der Platz für zwei? Im Stehen. Ja, und deine... Xenia schläft mit Alexander und Elvira dort. Mit Alex, zu dritt? Ja. Aha. Und Thomas? Schläft mit Philipp da. Der Junge schläft nicht bei seiner Mutter. Ja, hast du mal bei deiner Mutter geschlafen? Na. Na. Sibylle. Ja? Jenny schläft mit diesem Gefreiten. Ach. Na, lass sie doch, wenn sie Spaß macht. Schlaf gut. Tja, die anderen schlafen da und da. Deshalb schlage ich vor, wir gehen eine Etage höher. Auf dem Dachboden. Den hättest du ganz für dich alleine. Danke, Felix. Ich finde das schon.
Geh ins Bett, bitte. Und du willst. Nacht. Entschuldige, Sibylle, ich bin hier irgendwie zu kurz gekommen. Es ist kein Bett mehr frei. Ich könnte doch bei dir, ich meine, auf dem Fußboden schlafen. Ja, aber da hast du ja dann keine Decke. Oh, gibt's denn hier einen Teppich oder sowas? Ja. Na, dann komm mal rein, das Bett ist ja breit genug. Ach, gute Miene. Das ist ja nicht für eine Nacht. Felix, was macht das jetzt hier für ein Eindruck? Ach, Oma, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir bei dir gefeiert. Ich versuch's hier aufzuhalten. Weg Jenny, Moritz und die anderen, sie sollen dir helfen. Nein, warte. Am besten, ihr verschwindet. Durch die Hintertür. Wenn die euch hier sehen, dann heißt das für mich Fidschi-Inseln, verstehst du? Geh schnell an auf, wenn sie sollen sich oben auf dem Dachboden verstecken, ich geh runter. Aufwachen. Wo wir schon hier draußen sind, könnt ihr gleich einen Blick auf die Bäume werfen. Wollen Sie sich nicht erstmal was anziehen, Herr Vicar? Sie werden sich erkälten. Oh. Nö. Ja, tut uns leid, der frühe Überfall. Die Bäume sind krank. Die Bäume sind krank? Die Bäume sind kerngesund. Man muss sie also nicht fällen. Wer redet denn von Fällen? Oder werden hier Baumhäuser gebaut, wenn das Haus weg ist? Hä? Ja! Seid ihr schwerhörig? Los, raus jetzt! Was ist denn los? Wir müssen verschwinden, wenn uns diese Kirchenleute sehen, hat Felix verschissen. Was ist denn für Kirchenleute? Sie stehen bereits vor der Tür, Papi. Niemand darf wissen, dass wir hier sind, sonst verliert Felix seine Stelle. Los, kommt, wir verstecken uns auf dem Dachboden. Da sieht uns keiner. Stimmt, schließlich sind wir ja Gäste hier. Ne? Ich denke, das Haus soll abgerissen werden. Was? Los, was? Los, los, los! Hey! Wo kommen denn die ganzen Autos her? Wildes Parken. Sie wissen doch, wenn sich erst mal rumgesprochen hat, dass abgerissen wird, ist das Gelände vogelfrei. Wenn was schief geht mit Ihren Investoren, Herr Blessing, bauen Sie ein Parkhaus. Das bringt das Geld. Bitte schön. Ich kannte die alte Gottberg noch persönlich. Eine herausragende Frau. Wirklich schade um das Haus. Ja, hier spürt man Bremer Geschichte. Wo ist denn eigentlich das ganze Meißner Porzellan geblieben? Ich muss natürlich den Bausenator noch überzeugen, Herr Abela. Das besprechen Sie am besten gleich mit Herrn Blessing. Spinnst du? Hau ab! Ich mach das schon, Felix, aber psst. Ach, der Herr Moritz! Kommen Sie doch rein! Ich hatte noch versucht, Sie zu erreichen, aber... Wir ebenfalls. Aber in Paris war nur der Anrufbeantworter und Ihre Großmutter war nie zu Hause. Ja, ich wohne hier im Hotel. Ich war die ganze Zeit zu Hause. Was, ihr wohnt im Hotel? Was macht ihr denn da? Seid doch mal ruhig. Er verhandelt.
mich bzw. die Kirchengemeinde interessiert, ist, ob es bei Ihrem Angebot bleibt. Dann könnten wir morgen Scheiße. Ich muss natürlich immer noch Rücksprache mit meinen Investoren halten. Wie ich Herrn Rabeler schon sagte, sind die Investoren bereit, mehr als den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Das aber nur, wenn der Verkäufer den Abriss gewährleistet. Indem er ihn selbst durchführt. Das wird natürlich alles vertraglich abgesichert. Sofern die Hansbank. Das ist doch nicht mein Bruder, der da spricht. Moritz war schon immer sehr geschäftstüchtig. Jetzt könnte Felix aber auch mal was sagen. Knall ich eine. Ach, nicht doch, Wolfgang. Moritz ist nicht schlecht. Oh, Mutter. Danke. Wir wollen kurz etwas fragen. Einen Augenblick, bitte. Bitte. Wer sind die Investoren? Ich brauche Sicherheiten, wenn wir kreditieren. Elf? Tankstelle. Autobahnzubringer. Was, hier in Bremen? Ja. Herr Schäfer, Sie sind genial. Aber achten Sie darauf, dass das Haus lastenfrei übergeben wird. Dann würde ich sagen, dass die Hansebank vielleicht Vertrauensentwicklung hat. Gerne. Wenn die Zahlen stimmen, dann werden wir das schon hinkriegen mit dem Abriss. Was, Professor Engel? Wenn Sie mit dem Zeitschluss machen. Was ist denn los? Moritz hat scheinbar das Haus gekauft. Er will eine Tankstelle bauen. Was? Also, der Vertrag muss stehen, bevor der Zubringer gebaut muss, ja? Und zwar lastenfrei. Kein Problem. In Ordnung. Also, bis dann. Ich rufe Sie an, bitte. Tschüss. Mittwoch. Termin Mittwoch, ja? Sie können mich auch über Handy erreichen. Die Bank kauft das Haus. Der Vertrag wird aber nur wirksam, wenn das Haus nicht genutzt und unbewohnt übergeben wird. Das heißt also, ich gehe jetzt erstmal Zähne putzen. Ja, Felix, dann zieh ich doch hier rein. Ja, und ich zahle sofort meine Miete. Ich wohne hier auch, aber ohne Miete. Ich könnte ja auch fahren, ich habe hier meine Klavierschule. We belong together.